Kaiser! Ich, Nero Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! Rise, son of Rome. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ein Kampfspiel im römischen Zeitalter. Und es ist relativ brutal. Wie man sieht. So. Tutorial. Space als Leertaste, um Angriff abzuwehren. Gegner stoßen. Rechte Maustaste und Gegner schlagen wird linke Seite. Dann kann man ja aussehen, was für ein Boost man will. Gesundheit oder was auch immer. Und hinrichten ist eine Art Minispiel. Bedeutet, man muss halt die gegebenen Tasten drücken. Oh, das war schon mal falsch. Oh. Ja, ja. Die halten lange genug Stand. Okay, also ich habe auf jeden Fall einen schwierigeren Modus. Also ich habe Veteran genommen. Was man schon deutlich daran merkt, dass wir mehr ausweichen. Aber die boosten ein bisschen. Und tschüss. Das sah cool aus. Ach, Pfeile, mir doch egal. Barbaren nähern sich den Palastort. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Vorwärts, Männer! Einfach weg mit dem. Ja, er hat ein bisschen genug, ne? Tschüss! Stoß die runter! Okay, römische Verteidigung geht noch einigermaßen. Oh, falsche Taste, aber egal. Oh, und dann geht das sowas wie Sprinten. Kurz. Durchbrecht ihre Reihe. Ach du Scheiße. Oh, falsche Taste. Doppel in Richtung. Falsche Taste. Die sehen nochmal richtig gut aus. Eher um... um an Befehle zu geben. Wir töten unsere... als ob wir dabei eigentlich unsere eigenen Männer töten. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch kampfbereit. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Tötet sie alle! Das ist wirklich 13. Ne, warte mal. Ich meine die 14. Was ist das? Die 16? Ach, egal, ganz ehrlich.
befiehl deinen Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit einem Scorpio beschützen müssen. Bildet eine Linie! Nördliche Barrikade! Halten Sie linke Maustaste gedrückt, um die Waffe aufzuladen. Lassen Sie los, um zu schießen. Drücken Sie rechts, um hineinzuzoomen. Auf was muss ich gerade schießen, fraglicherweise? Auf die wahrscheinlich nicht. Oder? Ah. War das nicht eher dumm? Warte mal, ist es... Du brennst weg. Oh, daneben. Was muss ich machen? Befehlt den Katapulten die Aufstellung im Palast hoch. Feuert auf meinen Befehl. Befehlt den Katapulten auf die Position zu schießen. Wo ist sie denn? Jetzt hast du nicht zu viel Verluste. Herr, wir haben sie zurückgeschlagen. Nur eine Handvoll hat es in den Palast geschafft. Du hast genug Ehre, um eine erste Verbesserung zu kaufen. Drücke U, um die Verbesserungsmenü zu gehen. Sache ist bloß, ich habe schon mal durchgespielt, deswegen wird es wahrscheinlich, oder? Zählt's? Nein, ich glaube nicht. Fokus, Gesundheit, Kampf. Öd, alle Projektile auf 8. Und dann brennt der Adel noch 8. Was haben wir das? Fokus, Zuwachs. Da kommen wir ein bisschen auf Fokus. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Einfach durchkaufen. Ich glaube, das... Warte mal. Das war jetzt zu teuer. Würde ich mal ganz banal behaupten. Ja, dann... Ich glaube, hat man noch genug. Das war's dann aber auch. Dann geht's erstmal weiter. Sicher vor diesem Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meinen Gemächern? Nein, nein, die Gruft, hier lang. Los, jetzt. So, ganz schön langsam. Ich meine, wer läuft so? Oh mein Gott, läufst du echt? Nee. Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Mehr für Hinrichtung, warte, das ist für Fokus, das ist für keine Ahnung und das ist für EP. Hier kommt ein General! Okay, jetzt hat sich leider.
Doppelinrichtung. Autsch. Oh. Das ist jetzt nicht... Sei verflucht, du Schwein! Komm, schlag noch mal zu. Ah, ouch. Hui. Wo ist er denn? Endlich! Bleib zurück, mein Kaiser. Okay, das hat echt gut geklappt. Zu Ende. Das wollte er doch jetzt nicht, oder? Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn.
Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius. Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. So, ich würde erstmal sagen, hinten auf jeden Fall erstmal die Folge von Rise Son of Rome. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.